Männer gehen zu selten zum Arzt und die Medizin ist zu wenig auf Männer eingestellt, hat eine Untersuchung ergeben. Tja, die einen Männer halten sich für so gesund, dass sie keinen Arzt brauchen und die anderen halten sich für so krank, dass kein Arzt mehr etwas ausrichten kann. Das hält sie aber nicht davon ab, im Bademantel am Klinikeingang zu stehen und sich gegenseitig ihre Krankengeschichte zu erzählen. Und dann ist es eben gut, wenn man etwas zu bieten hat und nicht bloß von einer Vorsorge erzählen kann. Mein bekiffter Mitbewohner übrigens geht auch nie zum Arzt, weil er sich immer selbst Heilmittel verabreicht und weil er vergessen hat, wer sein Arzt ist. Morgen geht's weiter.